Am vergangenen Samstagabend wurde kurz vor 22 Uhr bei der Polizei in Balingen ein Brand in Zimmern unter der Burg angezeigt. Das Haus würde schon lichterloh in Flammen stehen. Die Löscharbeiten waren im vollsten Gange. Im Haus befand sich aller Voraussicht nach noch eine weitere Person. Es wurde versucht, diese Person, wo man auch Hilferufe hörte, aus den Flammen zu retten. Jedoch wurden bei diesem Einsatz bereits die Helfer von herabstürzenden Teilen beinahe getroffen, Gerätschaften zerstört und die Feuerwehrleute konnten also nicht ins Gebäude eindringen. Gegen 23.20 Uhr, als das Gebäude wieder betreten werden konnte, wurde eine verbrannte Person im Gebäude aufgefunden. Aller Voraussicht nach handelt es sich um den 68-jährigen Mitbewohner. Der Hauseigentümer hat Brandverletzungen erlitten, scheint aber keine Lebensgefahr zu bestehen. Nach diesen ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein fehlerhaftes Befeuern dieses Kaminofens im Wohnbereich die Brandursache darstellte. Der Hauseigentümer hatte sich bereits nach oben zurückgezogen und wollte zu Bett gehen. Dieser Hausmitbewohner hat dann um Hilfe gerufen und der Hausbesitzer kam dann herunter, hat aber gesehen, dass er hier nichts mehr ausrichten kann und ist dann zu einem Nachbarn gelaufen und hat dort gebeten, die Feuerwehr zu alarmieren.